In Nordhausen ist am Nachmittag eine 5-Zentner Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bürgermeister Matthias Jendrige erläutert die ersten Maßnahmen. Also ich wurde kurz vor 16 Uhr darüber informiert, dass wir hier eine 5-Zentner Fliegerbombe gefunden haben. Und insofern lief natürlich die ganze Maschinerie an, wie wir sie in Nordhausen auch gewohnt sind. Insofern ist das ja für uns kein Neuland. Die Berufsfeuerwehr hat mich dann abgeholt und wir sind hier runtergefahren. Das Gelände ist inzwischen durch die Polizei abgesichert. Und die Firma Tauber, die letztendlich die Entschärfung vornehmen muss, ist alarmiert. Und wir werden jetzt den Absperrgürtel festlegen, sodass dieses Gelände halt dann hier auch geräumt werden kann und die Entschärfung in Ordnung vorgenommen werden darf.